Uttanakurmasana ist die intensiv gedehnte Schildkröte. Diese Stellung beginnt mit Lotus. Vom Lotus ausgehend gibst du die Hände zwischen Oberschenkel und Unterschenkel. Das ist wie Garbha Pidasana, also die Stellung des Embryos im Mutterleib. Es ist eben wie die intensiv gedehnte Schildkröte, die gibt es im Sitzen, also aufgerichteten Sitzen. Hier könnte man sie nennen Upavishta, Uttanakurmasana. Es gibt sie auch im Liegen, also Supta Uttanakurmasana. Du liegst auf dem Rücken. Im Lotus hast die Arme eben durchgewunden zwischen den Beinen und gibst dann die Hände hinter dem Nacken. Und so bist du Uttana intensiv gedehnt vom Nacken bis zu den Knien und du bist sehr kompakt, deshalb Kurmasana, Schildkrötenstellung. Nicht zu verwechseln Uttana Kurmasana mit Uttana Kurmasana. Wenn das H hinter den beiden Ts ist, dann ist es nämlich stehend oder aufgerichtet. Uttana mit zwei T gefolgt von A heißt intensiv gedehnt. Tana heißt schon dehnen und Uttana heißt intensiv gedehnt.